Hallo zusammen. Die Frage kommt immer wieder auf, kann ich mit einer 100 Ampere Batterie eine Kaffeemaschine betreiben? Die einen reden zwar von einer Nespresso-Kaffeemaschine, aber das macht nicht großen Unterschied. Ich habe jetzt hier bei uns im Pausenraum eine Jura-Kaffeemaschine. Ich habe einen Wechselrichter, 2500 Watt. Und eine 100 Ampere Lithium-Batterie. Den Wechselrichter kann ich einschalten. Und wir sehen dann hier auf dem App, ich habe hier einen Stromverbrauch von 1,3 Ampere, was ich hier an Leerlaufspannung rauskriege. Schalte ich hier die Kaffeemaschine ein. Haben wir 1,4 und ja, sie schaltet kurz ein, kurz aus, oder 124 Ampere. Sie taktet jetzt, sie ist am Aufheizen, das geht im Moment und sie ist bereit. Ihr seht, den Ampere geht rauf, runter. Und wenn ich jetzt hier einen Kaffee rauslasse, wir gehen hier jetzt hier nochmal aufs App und schauen, wir haben 20% geladen. Strom ist wieder bei 1,3, weil die Heizung nicht läuft. Und wir lassen jetzt hier einen Kaffee raus. Der Strom liegt jetzt hier auch wieder bei 1,3 Ampere, das ist das, was die Pumpe, und jetzt fängt an Kaffee zu machen, 20 Ampere, 128 Ampere, und wie ihr seht auf dem App, das ist bereits im orangen Bereich, also nicht mehr grün von der Belastung her. Diese Batterie bringt 100 Ampere Dauerstrom. Nur seid ihr wahnsinnig. Ihr könnt aus dieser Batterie nicht permanent 100 Ampere rausziehen. Wir können aber auch 150 Ampere rausziehen, kurz, 10 Minuten. Das reicht zum die Kaffeemaschine machen, das reicht zum ein, zwei Kaffee machen, aber nicht 150 Ampere könnt ihr nicht dauernd rausziehen. 100 Ampere könntet ihr dauernd rausziehen, dann ist die Batterie in einer Stunde leer. Wenn ihr so viel Strom braucht, müsst ihr mehr Batterien zulegen, also nicht nur eine 100 Ampere. Es reicht auch, zum mal eine Flex zu betreiben oder im Boot eine Ankerwinde oder ein Bugstrahlruder kurz betreiben. Das sind alles Kurzzeitverbraucher. Wir gehen wieder zurück zum Kaffee, der ist draußen, ist wieder runter auf dem Eigenstromverbrauch und wir haben jetzt hier noch 19%. Ich habe ein anderes Video gemacht, das verlinke ich euch. Mit einer Nespresso-Maschine und einer Liontron-Batterie funktioniert auch, kein Thema. Und da brauche ich für einen Kaffee aufheizen der Maschine plus ein Kaffee rauslassen etwa 4 Amperestunden Strom. Das heißt, wir können etwa 25 Kaffees machen, dann wäre ich erschöpft. Warum kann ich hier 150 Ampere kurzfristig rausziehen und nicht immer? Was empfehle ich euch? Ich empfehle euch ja eigentlich einen Scheiß. Und zwar empfehle ich euch die Batterie und den Wechselrichter, ganz kurze Kabel, dicke Kabel, direkt neben der Batterie. Also das heißt, Wechselrichter und Batterie im gleichen Kasten drin. Wenn ich hier 100 Ampere rausziehe über einen Wechselrichter, Wechselrichter hat natürlich auch Verlustleistung. Der Wechselrichter hier hat 80%. Wenn ihr was Besseres habt, ist das gut. Aber da habe ich 20% Verlustleistung. Also das heißt, 20 Amperestunden werde ich als Wärme verheizen. 20 Ampere mal 12, das sind dann 200 Watt Heizleistung, die der Wechselrichter, Batterie wird auch wärmer,
und die Batterie zusammenbringt. Also ihr, wenn ihr das einbaut in den Kasten, könnt ihr nicht nonstop rausziehen. Kurzen Kaffee oder eben irgendwas, einen Kleinverbraucher zu übertragen, überhaupt kein Thema. Aber nicht Dauerstrom. Für das sind die Batterien nicht ausgelegt. Da müsst ihr was Größeres zulegen, nicht nur 100 Ampere. Eine 100 Ampere, Maximum 100 Ampere ziehen, kurzfristig vielleicht auch mal 150 bis 10 Minuten, aber das ist schon grenzwertig. Aber für den Kaffee hier brauche ich keine Vollleistung. Keine, wer lässt 20 Kaffee raus? Oder 25 Kaffee raus, bis die Maschine leer ist. Das kann ich jetzt hier machen, wenn Frühstück ist. Haben wir gestern getestet. Wir haben 12 Kaffee rausgelassen. Das geht wunderbar. Aber ich habe hier keinen Espresso. Ich habe eine leistungsfähige Maschine. Ich wollte euch noch zeigen, was ich hier habe. Ich habe hier eine Jura. Und irgendwo stand da Tippenschild, irgendwas. Jura Impressa XJ Professional. Bitte, redet nicht davon, dass ich nonstop diese große Leistung mache. Kommt auch dazu, der Wechselrichter, habt ihr gesehen, braucht 1,5 Ampere Leerlaufspannung. Das heißt, wenn ich die Kaffeemaschine nicht mehr brauche, geht auch der Wechselrichter aus. Beides ausschalten. Weil so ein Wechselrichter, wenn ich den 24 Stunden im Betrieb habe, dann zieht der sage und schreibe um die 30, 40 Amperestunden. Das heißt, die Hälfte der Batterie schon bald leer. Oder wenigstens ein Drittel. 220 Volt Verbraucher in der Alphütte, im Wohnmobil, auf dem Boot sind Sonderverbraucher. Die brauche ich effektiv nur kurzfristig. Einschalten, Wechselrichter, Kaffeemaschine laufen lassen, Punkt. Kaffeemaschine wieder aus, Wechselrichter wieder aus. Brauche ich eine Mikrowellen? Oder bin ich in einem Werkstattfahrzeug drin? Ein Werkstattfahrzeug, brauche ich eine Flex, 2000 Watt? Das kann ich damit betreiben, aber nicht eine Stunde lang flexen. 10 Minuten irgendwie einen Winkel abeinander trennen, okay. Sonst gehe ich auf die Baustelle und in die Werkstatt. Batterien, Lithium, 100 Ampere, kurzfristig belasten, okay. Ich mache euch hier das Video, wo ich mit der Nespresso-Kaffeemaschine mache. Und hier der Aufbau dieser Batterie offen. Und das soll es für heute gewesen sein. Es kommen noch mehr Videos. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe hier noch einen Kaffee.